Meine Damen und Herren, es ist mir ein Privileg und eine Ehre, heute für die Führungsakademie der Bundeswehr den Kranz niederlegen zu dürfen. Wir stehen hier an den Grabmalen deutscher Soldaten und von ausländischen Kriegsgefangenen der beiden Weltkriege. Sie hören an meinem Tonfall vermutlich, dass ich kein gebürtiger Norddeutscher bin, sondern eher dem süddeutschen Bereich zuzuordnen bin. Dort gibt es, wie manche von Ihnen vielleicht wissen, eine deutsch-französische Brigade, eine Einheit, die aus deutschen und französischen Soldaten besteht. Als langjähriger Angehöriger dieser Brigade habe ich erlebt, wie solche Gedenktage besondere Bedeutung gewannen, auch für junge Soldaten aus zwei Nationen, die sich lange als Erbfeinde betrachteten und heute Seite an Seite im europäischen Rahmen zusammenarbeiten. Ich konnte auch an ähnlichen Zeremonien teilnehmen, auf Soldatenfriedhöfen in Frankreich, in Italien, sowohl auf deutschen Soldatenfriedhöfen wie auf Alliierten. Diese Veranstaltungen waren immer würdig, wie diese hier. Sie waren besonders berührend, wenn man Zugang fand zu den Einzelschicksalen, die sich hinter den Grabmälern verbargen. Ich erinnere mich an einen britischen Soldatenfriedhof auf Sizilien, wo offensichtlich die Familien der Gefallenen die Möglichkeit hatten, eine kurze Ergänzung zu den Namen und Daten auf den Grabmälern hinzuzufügen. So konnte man dort die Namen der Soldaten lesen, ihr oft junges Alter und Anmerkungen wie unser geliebter Sohn oder unser liebender Ehemann und Vater. Damit treten die individuellen Schicksale aus der Anonymität der großen Opferzahl heraus und verstärken den Gesamteindruck. Dass hinter den Gräbern immer Einzelschicksale stehen, sollten wir auch an dieser Stätte im Bewusstsein haben. Gerade in Hamburg, einer Stadt, in der der Zweite Weltkrieg besonders tiefe Wunden hinterlassen hat. Hier liegen viele, die aus ihrem normalen Leben herausgerissen wurden, um ihrem Land zu dienen und dabei den Tod gefunden haben. Wir haben andere Städten besucht und werden noch welche besuchen, die denen gewidmet sind, die durch Kriegseinwirkung, Rassenwahn und Verfolgung ihr Leben verloren haben. Die Frage, die sich aufdrängt, ist die, was diese Menschen hätten erleben und für die Gemeinschaft leisten können, wenn ihr Leben nicht vorzeitig und abrupt beendet worden wäre. Dies soll uns Mahnung sein im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Geschichte, mit der Erinnerung an die Toten, aber auch mit der Gegenwart, wo wieder deutsche Soldaten und Soldaten befreundeter Nationen, aber auch Angehörige der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten ums Leben kommen bzw. verletzt werden. Wenn wir die richtigen Erkenntnisse ziehen, sind diese Menschen nicht umsonst gestorben. Dazu gehört, dass es sich für jeden lohnt, sich für unser demokratisches Gemeinwesen einzusetzen. Dazu gehört, das Gedenken an die Opfer nicht verblassen zu lassen und ihre mahnende Stimme aus den Gräbern zu hören. Dies gilt trotz aller Versuchungen unserer umtriebigen und schnelllebigen Zeit, die verdrängen und vergessen möchte. Dabei gehört dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge besonderer Dank für seine unermüdlichen Anstrengungen, auch bei der jungen Generation ein geschichtliches Bewusstsein zu erwecken und zu erhalten. Wir gedenken in diesem Sinne heute der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und auch der Soldaten der Bundeswehr, die ums Leben gekommen sind. Ich danke Ihnen.